Leute, hier ist Justin Bieber. Packt eure Sachen und lasst euch von mir entführen. Denn es geht nach Paris. Magst du Französinnen? Ich liebe sie. Mein neues Album My World 2.0 ist gerade erschienen. Ich mache mich auf den Weg, um mich bei meinen tollen Fans für ihre Unterstützung zu bedanken. Geh in deinen Käfig. Ich sorge für deine guten Noten. Ich gehe noch zur Schule, also muss ich als erstes... Ich bin müde. Zum Unterricht. Welcher General? Napoleon. Nach dem Unterricht nehme ich mir Zeit für die Fans. Wie geht's? Ich treffe sie. Er riecht an der Pizza. Feiere mit ihnen. Und erkunde die Stadt. Wofür ist das viele Glas? Mein Leben ist aufregend und steckt voller Überraschungen. Er soll keine Filme ab 18 gucken. Ich gucke nichts anderes. Passt auf! Bei mir geht es wild zu. Das ist das Tagebuch von Justin Bieber. Every day there was a battle. Oh boy. This is gonna be interesting. What about me? My life doesn't suck. I'm not a little crump anymore. Trust me. Sometimes I just like to steal. I had no idea it was gonna be such a big deal. Das ist mein Leben. But you had no idea. Das ist das Tagebuch von Justin Bieber. 22. Februar 2010. Aufwachen. Es geht los. Um 10 Uhr ist das Interview. Ab unter die Dusche. Nein. Doch. Du weißt, was dir sonst blüht. Wir promoten mein Album My World 2.0 in Paris. Ich stehe auf. Aber zuerst habe ich Unterricht. Okay. Ich habe Unterricht wie alle anderen. Ich bin müde. Ich habe Mathe, Geschichte, Literatur und Biologie. Biologie mag ich nicht. Wie lange ging das? 30 Jahre. Ja, von 1806 bis 1836. Heute ist der Triumphbogen dran. Wofür steht er? Er ehrt die gefallenen Soldaten. Genau. Ich lerne gerne etwas über meine Reiseziele. Will ich sie ihn bauen? Welcher General? Napoleon. Richtig. Ich will mir den Triumphbogen ansehen, aber manchmal bleibt für sowas einfach keine Zeit. Wie spät ist das? Wir überziehen schon 5 Minuten. Tschüss. Danke. Aber ich bin jetzt weg. Heute stehen viele Pressetermine an. Darf ich hüpfen? Wer neu im Musikgeschäft ist, hat es nicht leicht. Aber ich sorge schon für Spaß. Lies das bitte mal. Salut, c'est Justin Bieber. Ich kann Französisch. Die Muttersprache meiner Großeltern ist Französisch. Bonjour, je suis Justin Bieber. J'aime vous. War das richtig? Ja. In etwa. In etwa? Danke. Nein. Mir fehlen meine Freunde. Er springt gleich. Aber zum Glück bin ich von einem tollen Team umgeben. Die Leute sind wie meine Geschwister. Dir zeige ich's. Wo willst du hin? Das reicht. Okay, das reicht. Michael ist K.O. Was hast du gemacht? Ihn getreten. Spuckt er Blut? Er braucht Eiswürfel. Bist du verletzt? Hier sind Eiswürfel. Halt sie da drauf. Hi. Hallo Mädels. Darf ich ein Foto machen? Klar. Hi. Komm dazu. Geh weg. Danke. Danke, Süße. Tschüss. Weiter geht's. Ich bin müde.
Ich muss mal. Können wir anhalten? Mitten auf der Straße? Wie lange fahren wir noch? Meine Mom begleitet mich auf allen Reisen. Sie fliegt überall hin mit und ist überall dabei. Was machst du hier? Ich bin eingeladen. Geh in deinen Käfig. Ich sorge für deine guten Noten. Das ist nicht lustig. Ich kriege auch so meine Einsen. Justin. Was? Entschuldige dich. Justin. Hör auf deine Mom. Bist du zu stolz? Nein. Meine Mom ist toll. Sie passt auf, dass ich nicht abhebe. Aber ich bin nun mal albern. Das war doch nur Spaß. Solche Witze macht man nicht. Eigentlich hat sie immer recht. Los geht's. Ich gebe ein kleines Konzert für meine Fans. Ich liebe es, für meine Fans Gitarre zu spielen und zu singen, weil ich ihnen meinen Erfolg verdanke. Danke! Komm hier lang. Mein Auftritt lief super, aber ich bekam mit, dass viele Fans nicht reinkamen. Deshalb brachte ich ihnen ein Ständchen am Fenster. Unglaublich. Die französischen Fans sind toll. Ein toller Einstieg. Ich wollte Autogramme geben, doch sie drängelten. Ihr denkt, ihr wisst Bescheid? Von wegen. Das ist das Tagebuch von Justin Bieber. Willkommen in Peking. Das Leben zwingt uns in die Knie. Aber wir haben die Wahl, ob wir wieder aufstehen. Von mir lernst du richtiges Kung-Fu. Nie vergessen. Immer stark. Karate Kid. Jetzt die CD zum Justin Bieber Special My Worlds.